Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back. Abstüssel für euch heute wieder vom Hof Gneisel, unserem Realismus-Selbstversuch auf der Ellerbach V2. An der Stelle direkt 95. Folge und ich weiß leider immer noch nicht, wann die Version rauskommt. Ich weiß auch nicht, wann die normale Version für Konsole rauskommt. Aktuell habe ich leider keine Informationen an der Stelle. Ich kann euch wie immer nur bitten, bleibt einfach dran. Sobald es Neuigkeiten gibt, werdet ihr natürlich hier von mir erfahren. So, ich bin gerade auf dem Heimweg mit meinen Ballen. Ich habe noch vorhin aufgeladen. Den Teleskoplader habe ich schon mal an den Hof geschickt. Der ist schon da. Und 95. Folge. Stimmt es, was ich sage? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder sind 96? Verdammt. Egal. Ballen einlagern. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir gehen heute noch pflügen. Unsere Luzerne wollen wir ja umbrechen wieder. Müssen wir mal gleich schauen, was wir tun. Da, der Teleskoplader ist angekommen. Das ist gut. Sperrt mir jetzt na klar den Weg, aber egal, dann fahren wir vorne rein. So, dale. Wie machen wir es am geschicktesten? Ich glaube, wir fahren zweite Einfahrt rein, setzen ein Stück vor und dann können wir zurücksetzen, sobald wir mit dem Teleskoplader durch sind. Ah, ist so leer hier, ne? Es wird Zeit für die BGA. Das sieht so kahl hier aus. So. Auf Wasser, dass man das Loch nicht nachfallet. So, schön ein bisschen Zeit in Ersetzer. Dann sollte das soweit passen. Lassen wir mal einen Meter weiter vorne stehen. Ja, da kommen wir vorbei. Das passt. Und hier ist unser gutes Stück. So, dale. Somit sind wir jetzt auf jeden Fall für dieses Jahr abgesichert. Wir haben Heu. Auf jeden Fall so, dass wir durchkommen. Wir haben jede Menge Silage. Und wir werden jetzt dann noch vorspulen einen Tag, bevor wir dann pflügen. Und dann sollte, glaube ich, schon wieder das erste Gras dastehen. Juli 1. Ich würde sagen Juli, Juni, August. Ja, wahrscheinlich gehen wir gleich zwei Tage vor, damit wir ja das Ganze auf jeden Fall vorantreiben. Weil ich habe jetzt zumindest erstmal nichts mehr zu tun. Wir müssen aber gleich mal noch Ding angucken. So ein bisschen unsere Planung, was die Aussaat angeht. So, ja, guck mal. Also ich glaube, wir sind versorgt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein solides Wachstum, was wir hier an den Start bringen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. So. Ich habe jetzt halt noch so viele Pläne, ne, die ich gerne auf einmal umsetzen würde. Mit den Felderweiterungen, mit den Viechers. Dass wir da schnell erweitern. Aber halt so die BGA, das ist so ein bisschen der Punkt. Das triggert mich halt so richtig. So, das läuft wie geschmiert wieder, ne? Das ist halt, wenn du das ordentlich draufsetzt, dann läuft es halt auch. So, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche.
Wir hatten gestern einen schönen Stream. War schön entspannt. Momentan arbeite ich viel bei mir im Garten. Geht halt die meiste, wo ein Häusle haben, ne? Und einen Garten. Da gibt es halt immer was zu tun im Sommer. Da bin ich eigentlich von morgens bis mittags auch am Gartenhütten bauen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben selber eine Hütte konstruiert und bin da dabei zu bauen. Läuft ganz gut. Ich mache halt eigentlich alles alleine, weil meistens ist es so, sei mal ehrlich, du hast irgendwelche Helfer, das ist wie hier im LS, du hast irgendwelche Leute, die dir dann immer sagen, ja, das musst du eigentlich so machen und so. Und da habe ich in Real Life gar keinen Bock dazu, deswegen baue ich immer alles selber und dann gehe ich wenigstens dem Geschwätz aus dem Weg. Dauert na klar länger und ist ein bisschen komplizierter. Aber man hat sich so über die Zeit dran gewöhnt, das eher alles alleine zu machen. Dann hast du nämlich das Gejammer nicht immer am Ohr. Und ja, da bin ich jetzt momentan sehr intensiv beschäftigt, ne? Und dann nehme ich noch kurz ein bisschen was für YouTube auf und dann streamen noch. Also momentan ist mein Pensum echt hoch angesiedelt. Ich bin eigentlich vormittags im Garten. Dann nehme ich noch kurz was auf, dann hole ich meine Kinder, dann waren die den ganzen Tag beschäftigt. Und je nachdem geht es dann abends nochmal ins Stream. Bis 23 Uhr, mal bis 0 Uhr. Ne? Also meine Tage sind momentan sehr, sehr lange. So langsam wäre ich auch mal wieder urlaubsreif. So, kleine Side-Story am Rande. Ich wollte bloß auch ein bisschen euer Mitleid erhaschen. Während wir hier voll unser Heu abladen. So, oh, ich mag's. Also, ich hatte ja die Vision zu Beginn hier auf der Ellerbach, dass ich mir das so vorstelle, dass die Silos, die Bunkersilos mit Ballen voll sind, da drin die Hütte voll ist. Und wenn man das jetzt so sieht, wie weit wir jetzt gekommen sind. Und ihr wisst, für euch ist das ein Klacks. Das macht ihr auf jeder Karte. Aber bei mir war es halt. Es ist bisher einzigartig für mich, dass ich so lange auf dem Spielstand bin und so intensiv. Das ist schön. Ich war ein bisschen stolz drauf. So, Dalle. Also, das haben wir schon mal erledigt. Lipp. Gut, dann können wir den gleich noch aufräumen. Ich würde aber sagen, ich räume den mal ganz kurz im Off auf. Und kümmere mich ums Vorspulen und mal gucken, entweder nehme ich euch noch mit zur Tierfütterung, ansonsten mache ich das mal ganz kurz im Off. So, Freunde, also ich habe jetzt 2 Tage vorgespult, vom Juli Tag 1, wir sind ja auf 2 Tage, auf August 2. Das Ganze sieht wie folgt aus, pH-Wert würde ich mich jetzt noch so ein bisschen um meine Wiesen kümmern. Wir pflügen die ja um, dann würde ich sagen, schmeißen wir noch Kalk drauf, bevor wir die dann umbrechen. Ich hoffe, ihr geht da soweit d'accord mit mir. Da müssen wir dann klar hier rüber gucken. Da ist nicht viel, teilweise hier ist es halt schlecht. Da müssen wir drüber und hier drüben. Die restlichen lassen wir jetzt erstmal wachsen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht. Was haben wir sonst noch? Unkraut haben wir ja soweit nichts zu tun. Da sind wir, glaube ich, soweit durch. Gut. Die Frage ist natürlich, würde es Sinn machen, wir verkaufen die? Wisst ihr was? Bevor wir jetzt nochmal Zeit auf jeden Fall in dieses Kleine investieren, würde ich sagen, wir verkaufen das. Und holen uns dann ein größeres. Ihr seht, 20.000 Landverkauf. Wir haben rund 7.000 Euro eingenommen mit Milch, by the way. Die Milchproduktion läuft also wieder. Ausgaben hatten wir rund 2.000. So unterm Strich, ne? Nagelt mich dann nicht auf die Zahlen fest. Wir haben 5 Kühe dazu bekommen. Wir waren bei 35. Also auch hier, das läuft einwandfrei. Sehr, sehr schön. Jetzt müsste man da klar gucken. Wir wollten ja eins in Hofnähe, ne?
könnt ihr überlegen, was kostet so ein Feld hier oben? Die 89 kostet 35.000. Das wäre sowas wie hier. So hofnah wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt, ne? Könnte man sich überlegen. Okay, behalten wir mal im Auge. Ich würde sagen, wir halten trotzdem erst noch an unserem Plan fest und gehen ganz kurz hoch auf unser oberes Feld. Oder sollen wir jetzt wirklich so einen kompletten Cut machen und sagen, wir wollten ja eh ein bisschen wirtschaftlicher handeln und das Ganze so ein bisschen hofnah machen. Das wäre na klar auch. Boah, ich entscheide einfach spontan, Freunde, ne? Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wir verkaufen auch dieses Feld, weil das sind wir einfach jetzt auf Null, ne? Hier könnte man überlegen, sobald wir unseren Grasschnitt erledigt haben, hier auch nochmal einen Cut machen, damit wir so ein bisschen hofnah weitermachen, die Geschichten. Jetzt haben wir 87.000 Euro. Das wäre nicht verkehrt. Was gibt's denn hier? Schönes. Es muss na klar auch ein bisschen schön sein, ne? Da kennt ihr mich. Da muss man auch ein bisschen Spaß haben dabei. Ich weiß halt nicht, ob das dann gleich too much ist hier. Haben wir hier irgendwo eine schöne Feldzufahrt? Wie kommt man denn zu der hier hoch? Hier? Ah ja, dann müssen wir außenrum an der Molkerei vorbei, hier nach oben am kleinen Campingplatz. Ja. Sonnenblumen haben wir auch noch nie gemacht, ne? Was kostet der Spaß? Weil es wäre ja nochmal so eine schnelle Geldquelle. Wisst ihr, was ich meine? 51.000. Ich würde sagen, das hier ist unser erstes neues Feld. Ganz spontan. Kredit haben wir ja nichts mehr, ne? Aber wir sind schuldenfrei, Freunde. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, ich telefoniere mal ganz kurz mit dem Händler. Ich brauche was zum Dreschen. So, ich bin am Händler, aber der Maschinenring hat gesagt, du, Freundchen, erstmal wird Rechnung bezahlt, bevor es neue Geräte gibt. Dementsprechend, ja, zahlen wir erstmal. Und zwar habe ich, habe ich jetzt die BGA ausgewählt? Tatsächlich. Okay, ich lasse mal 5 gerade sein, ne? Es geht ja nur darum, dass wir Rechnung bezahlen. Ich habe einmal gepackt die ganze Grünlandtechnik. Das ist der große Posten. Wir haben Ballenpressen mit rein und wir haben organische Düngung. Das sind diese 3 Rechnungen. Die müssen wir erstmal bezahlen. Das Geld geht jetzt halt an die BGA. Also ist jetzt nicht so tragisch, ne? So, das heißt, das Ganze ist soweit erledigt. Es ist... Ach, guck mal, die BGA muss uns nur Geld zahlen, ne? Ist soweit nicht tragisch. Das ist erstmal erledigt. Dann gehen wir mal ganz kurz in die BGA rein, weil zum Herschenken haben wir auch nichts. Da bin ich wahrscheinlich hier in die BGA rein, ne? Dann haben wir Rechnungen. Oh nee, ich muss noch an die BGA zahlen. Von? Nee. Die Rechnung kommt von Kneißl. Warum kann ich die Rechnung nicht zahlen? Ja, da ist keine offene Rechnung. Also das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, warum die BGA die Rechnung nicht bezahlen soll. Unbezahlt. Bezahlt. Oder ist es schon bezahlt? Posteingang. Ich denke mal, dann wird die schon bezahlt sein. Okay, heißt aber nichtsdestotrotz, wir gehen dreschen. Selbstverständlich werden wir uns noch größere Felder kaufen, ne? Das war ja unser Plan. Aber mir wäre es mal wichtig, so ein bisschen hofnah, um die Fahrwege so ein bisschen kürzer zu halten. Aber was mir gerade aufgefallen ist, Freunde, achtet mal auf den Sitz unten zum Verhältnis Lenkrad. Das Lenkrad ist doch nicht mittig. Ist das tatsächlich in real auch so, dass es außerhalb der Mitte sitzt, das Lenkrad?
Also unabhängig jetzt von den Schrauben da unten, allein da sehe ich schon, dass mittig ist. Nicht mittig ist, aber auch zum Sitz. Ich dachte schon die ganze Zeit, mein Headtracker stimmt nicht, weil oben dieses schwarze, da bin ich in der Mitte, aber das Lenkrad halt nicht, ne? So, wir müssen hier hoch. Das könnte einer unserer neuen Wege sein oder wie gesagt halt bei der Molkerei hoch. Es war jetzt einfach mal so eine spontane Aktion, ne? Einfach mal alles verkaufen. Weil dann sparen wir uns die Arbeit, weil so richtig ist es wieder her und dann müsste ich sagen, pass auf, erst im nächsten Jahr wäre es dann verkauft geworden und jetzt machen wir das einfach so. Hier entlang. Und da vorne ist es nämlich schon. Und so entdecken wir auch wieder ein bisschen was Neues von der Karte, ne? Mal wieder einen neuen Ausblick. Man muss ja immer ein bisschen frisch bleiben hier. Für den Winter könnten wir uns auch mal so ein kleines Forstgebiet. Aber hey, ich darf mir nicht zu viel aufhalten. Ein Schritt nach dem anderen und da haben wir ein Problem. Houston, ich habe ein Problem. Ich hoffe, da komme ich durch. Augen zu und durch. Schluss aus und vorbei. So, da unten ist es schon. Das gute Stück. Dann würde ich sagen, wir können das hier auf die Gemeindewiese stellen. Und dann gehen wir nämlich hier ans Dreschen. So haben wir auch Platz zum Rangieren. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Die Zeit ist leider schon wieder um. Ich wünsche euch einen fantastischen Dienstag. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier von der Ellerbach V2. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.